Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es um die Frage, kann man Fett in Muskeln umwandeln? Beziehungsweise es geht auch um die Frage, kann man gleichzeitig Muskeln aufbauen, während man Körperfett verbrennt? Die erste Frage ist eigentlich leicht beantwortet. Kann man Fett in Muskeln umwandeln? Nein, das geht nicht, weil Fettgewebe besteht nun mal aus Fett und einem gewissen Anteil von Wasser. Und Muskelgewebe besteht aus Eiweißstrukturen, also aus Proteinstrukturen und auch einem gewissen Anteil von Wasser. Ein paar gespeicherte Kohlenhydrate, auch ein paar gespeicherte Fette, aber hauptsächlich eben aus Protein. Und der Körper ist nicht in der Lage, Fett in Eiweiß umzuwandeln. Das ist eine Kette, die nicht funktioniert. Das heißt, du kannst aus Fettgewebe nicht Muskeln bilden. Das klappt nicht. Die zweite Frage ist, kann man gleichzeitig Muskeln aufbauen und Körperfett verbrennen? Das geht bedingt. Also natürlich ein bisschen geht das, das ist keine Frage, aber eigentlich ist es so, dass das zwei konkurrierende Ziele sind. Schauen wir uns das mal an. Auf der einen Seite, wenn du Muskeln bilden möchtest, wenn du Muskeln aufbauen willst, brauchst du einen Krafttrainingsreiz, du brauchst einen intensiven Trainingsreiz, dass der Körper die Information bekommt, dass er einfach neue Muskelstrukturen, Proteinstrukturen bilden muss, dass er die verstärken muss. Und damit er das kann, brauchst du Baustoffe, du brauchst Nährstoffe, du brauchst also Eiweiß, also Proteine und auch gute Fette, Omega-3-Fettsäuren, dass der Körper Muskeln bilden kann. Fehlen diese Strukturen, also fehlen die Proteine und fehlen die Fette, dann ist es im Prinzip so, als wärst du auf einer Baustelle, wo ganz viele Bauarbeiter rumstehen, aber es gibt keine Steine. Es gibt einfach keine Steine, die wissen genau, was sie tun sollen, die Arbeitsanweisung ist ganz klar, es sind total viele Leute da, der Architekt da, aber es gibt keine Steine, es kann keiner etwas machen. So ist das im Prinzip, wenn du Krafttraining machst, ohne ausreichend Kalorien aufzunehmen, um Muskeln zu bilden. Das heißt, um Muskeln aufzubauen, brauchst du einen Kalorienüberschuss. Du musst also etwas mehr essen, als dein Körper eigentlich braucht, damit er immer ausreichend Material hat, um Muskeln zu bilden. Bei der Fettverbrennung brauchst du jetzt eigentlich genau das Gegenteil. Du möchtest Fette verbrennen, das heißt, du machst auch ein intensives Krafttraining, ein Muskeltraining, um Energie zu verbrauchen. Der Muskel verbrennt in Ruhe hauptsächlich Fette, richtig. Und dann sorgst du aber dafür, dass du natürlich ein Kaloriendefizit hast. Das heißt, du sorgst dafür, dass du weniger isst, als dein Körper eigentlich braucht. Denn nur wenn du ein Kaloriendefizit hast, hat der Körper überhaupt einen Grund, an sein Depot, also an das Körperfett, dran zu gehen. Ansonsten braucht er das ja gar nicht. Das heißt, auf der einen Seite hast du das Ziel Muskelaufbau, du brauchst einen Kalorienüberschuss und auf der anderen Seite hast du das Ziel Körperfettabbau und dafür brauchst du ein Kaloriendefizit. Und daran kannst du schon sehen, dass es rein biologisch ziemlich schwierig ist, beides zu vereinen. Ein kleines bisschen funktioniert es mit Sicherheit, wenn du jetzt einfach ein Fitnesstraining machst, du möchtest vielleicht 1-2 Kilo Körperfett verbrennen und dabei möchtest du deine Muskulatur erhalten und aufbauen, dann wird das bestimmt auch irgendwie funktionieren. Aber so richtig übereinander liegen diese Ziele nicht. Du kannst das sehr gut beobachten bei einem Athleten, bei einem Leistungsbodybuilder oder bei einer Frau oder einem Mann, das ist egal, Fitnessbodybuilding, Leistungsbodybuilding und völlig egal, ob du das jetzt gut findest oder ob du diese Leute leiden kannst, guck dir mal Bilder an von Bodybuildern oder Bodybuilderinnen außerhalb der Saison, das ganze Jahr über, das nennt sich Off-Season, wenn die im Prinzip das ganze Jahr über trainieren und einfach essen, um Muskeln aufzubauen. Und wie das dann aussieht in der Wettkampfvorbereitung. Das heißt, wenn es im Prinzip die letzten 20, 12 Wochen vor der Wettkampfvorbereitung, wenn sie wirklich auf den Wettkampf hintrainieren, dann essen sie sukzessive immer etwas weniger. Das Training bleibt gleich schwer und gleich intensiv. Gut, du hast letzten Endes weniger Kraft, weil du weniger isst, aber sie trainieren unverändert. Aber sie nehmen Stück für Stück die Kalorien zurück und dadurch haben sie die Situation, meistens nehmen sie die Kohlenhydrate raus, und dadurch haben sie die Situation, dass sie ein Kaloriendefizit schaffen und das sorgt natürlich dafür, dass der Körper immer mehr in die Fettverbrennung geht. Aber auf der einen Seite haben sie immer das schwere Muskeltraining, das heißt, der Körper kriegt immer die Information, behalte deine Muskeln werden gebraucht, aber auf der anderen Seite erzeugen sie ein Kaloriendefizit, das heißt, sie müssen an das Depotfett dran. Und diese Möglichkeit sorgt dafür, dass man letzten Endes Fett verbraucht. Das heißt, Off-Season auf der einen Seite, Kalorienüberschuss und Muskelbildung und in der Wettkampfsaison kontrolliertes Kaloriendefizit und Fettverbrauch. Und jetzt ist es so, dass in der Wettkampfsaison geht ein Bodybuilder das Risiko ein kleines bisschen Muskelmasse zu verlieren. Das passiert. Natürlich will er das nicht,
aber du kannst das Kaloriendefizit gar nicht so ganz, ganz punktgenau definieren, dass du wirklich nur Fett verlierst und kein Gramm Muskelmasse. Wir können ja nicht in den Körper hineingucken, das funktioniert einfach nicht. Ich weiß, dass es im Internet wahnsinnig viele Leute gibt, die sagen, du kannst gleichzeitig Muskeln aufbauen und Körperfett abbauen. Meine Erfahrung ist das nicht. Ich mache das jetzt auch schon viele Jahre. Es passiert ab und zu mal, dass man jemanden sieht in den Messungen, der tatsächlich seine Muskulatur nicht nur gehalten, sondern eher auch etwas aufgebaut hat, während er Körperfett verbraucht hat. Das sind aber schon, sage ich mal, genetische Ausnahmen. Der Normalfall ist das nicht. Ich hoffe, ich konnte es hier deutlich machen, weil einfach auf der einen Seite ja das Ziel Muskeln aufbauen einen Kalorienüberschuss braucht und Körperfett verbrennen ein Kaloriendefizit verlangt. Ansonsten ist das einfach nicht möglich. Das sind meine Erfahrungen. Schreib gerne deine Erfahrungen und auch deine Fragen in die Kommentare. Wenn du völlig anderer Meinung bist, schreib es auch gerne in die Kommentare. Ich lerne gerne dazu. Danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Ciao.